So, starten wir mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der C-Freunde Beiwahl. Wir sind heute wieder da. Unboxing Time. Das Paket habe ich vom Frank zugeschickt gekriegt, von Global Aussies. Er hat mir da was Schönes gebaut, beziehungsweise er hat mir ein bisschen was getuned, vorgetuned. Na, am Intro geht's los. You can feel this energy. You can feel this energy. Energy. Ist das Intro schon vorbei? Ja, ich glaube schon. Und also, schauen wir mal rein. Unboxing-Messer ist am Start. Und ja, das hat er aber gut so ein bisschen. Schauen wir mal, ob er das schön gemacht hat. Danke an der Stelle auf alle Fälle schon mal. Uiuiui, was haben wir da? Outcast 4S. Ist am Start. Das Ding soll übelst abgehen. Ne? Das ist Version 2, glaube ich, oder so. Die Version 1 bin ich ja schon mal gefahren. Und die war schon gut. Okay, was haben wir da? Einmal Werbung. Ich habe mich für die Farbe Rot entschieden, weil es einfach geil ist, ne? Radträger und so, das ist auch ein Rot, Rot-Alu quasi. Weil Radträger sind immer ein bisschen anfällig vom Outcast 4S. Und die Kunststoffradträger, die gibt es eigentlich selten beim AMA als Ersatzteile, ne? Darum habe ich gleich Alu verbaut. Und wenn wirklich einmal einer Kunststoffradträger braucht, ich habe jetzt 4 auf Lager, ne? Also meldet einfach, schreibt es unten in die Kommentare. Es braucht es und dann kriegt es von mir. Was ist neu? Servo ist neu und der Riegel ist neu, schau. Ja, ich denke mal, das ganze Auto ist neu, ne? Weil ich werde mal fragen, gebraucht es nicht. Ui. Ich habe die Version mit Akku genommen, gibt es beim Modellbau Metz. Das haben wir noch nie gesehen bei einem RC-Auto. So ein Gedöns. So, was haben wir da? Funke wahrscheinlich. Ja, Funke. Leider auch ohne Akkuanzeige. Naja, wir sind auch schon ein wenig spannend, ne? Das hat es früher so mal geben, weil die anderen einmal Fehler nie und keine Ahnung was. Aber mittlerweile meistens ein bisschen spannend. Das ist für den Johnny, Ersatzteile für den Johnny. Der hat auch beim Global Aussies Frank gekauft. Ne? Wie so ein anderer YouTuber, sogar der Kevin Talbot hat schon beim Global Aussies was bestellt. Ne? Stellt euch das einmal vor. Seht man sogar in seinem Video, wie er das erwähnt hat. Voll geil. Also, finde ich schon cool, dass er das erwähnt hat, dass er vom Ding was gekriegt hat, quasi vom Global Aussies. Hätte er auch nicht machen brauchen. Da ist das gute Stück. Schaut mal, ist das geil oder ist das geil? Da sind die Radträger noch drin, die er umgebaut hat. Natürlich darf man es nicht fallen, der Drop-Test. Und boom. Geile Nummer. Der liegt schon gut satt da, würde ich mal sagen. Vitafon Aufkleber darf natürlich nicht fallen, ne? Global Aussies Aufkleber darf auch nicht fallen. Und ja, ich hole euch jetzt einmal her für eine Neuaufnahme, dass man das sieht, wo die Radträger drauf, wie das ausschaut. Ich habe mir sagen lassen, die Dinger da, die sollte man auch austauschen. Die Stabi-Stangen oder keine Ahnung was das sind, geht vorne und hinten, weil die gehen anscheinend recht gern kaputt oder so. Genau, in diesem Sinne,
da blitzt mein Ring. Schaut mal, voll geil, oder? Ich bin verheiratet. Eigentlich ist schon ewig, ne? Aber mein Ring hat mir nicht mehr gepasst, weil irgendwie habe ich zugenommen in den letzten 25 Jahren oder so. Nein, so bin ich ja noch gar nicht. Auf alle Fälle, merci an der Stelle an die Firma Zintel im Boden, Mais, Schmuck und Juwelier und keine Ahnung, was er alles hat. Uhren gibt's und Ding. Danke an der Stelle, du hast mir mein Ring gerettet, ne? Merci. Vielleicht sehen wir uns einmal bei einem Groller Ausflug oder irgendwas. Ich hab gehört, er hat auch RC-Auto, ne? Zwar allerdings mit Benzin, aber es muss anscheinend so groß sein als VW Käfer getarnt. Vielleicht holen wir den einmal ins Video rein und sagen wir, das war der Stand vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so. Genau, also holen wir mal her und machen wir ein paar Nahaufnahmen von dem Brötchenstück, weil der schaut schon echt geil aus, ne? Da sieht man mal die Alu-Teile, also die Radträger von Vitafon. Also die sollten eigentlich nicht mehr brechen. Hoffe ich mal. Naja, Blick unter die Karo. Alles ein bisschen aufgeräumt, ne? Das oder ist gut, da das Quadrat nicht reinfliegt. Das haben wir uns jetzt neu gemacht. Da war jetzt erst so orange. Spektrum quasi, es war zuerst alles orange, das ist in schwarz gehalten. Hinten die Mattguards, das hat alles schon serienmäßig. Also voll geil auf alle Fälle. Und im 4S geht der echt gut. Genau. Jawohl, passt. Klatschen wir die Karre da drauf. Und dann geht's raus zum Bashen. Bleibt dran, seid gespannt. Bis dann. Oder? Nein, ja, noch nicht gestartet. Das ist jetzt erst noch der Probeding. So, wir haben jetzt errasten, machen wir jetzt als erstes gleich mal ins Speed rein. Mit allen Originaleinstellungen und keine Ahnung, es ist jetzt nichts modifiziert worden. Das Ritzel ist auch noch immer das gleiche. Ja, gut, die Vitafon-Teile sind halt dran, aber die bringen da nichts vom. Der Geschwindigkeit, ne? Ja, wir haben einen Speedfahrer da, einen Daniel, der Mirko ist auch am Start, Miley ist auch am Start. Die wird das alles überwachen, dass das alles ordnungsgemäß. Genau, die Rennleiterin. Ja, genau, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Ich da jetzt einmal auf Start. Und dann? Dann ist mein Speedtest. Sollte das einmal laufen. Gebt es einmal einen Tipp ab, was er schafft. Ich schaue jetzt 7. 83. Haben wir schon ausprobiert. Ist halt die Frage, ob du die Geschwindigkeit hier ausfahren kannst. Aber ja, ich bin schon Vollgas gefunden. Ja? Okay. War das schon Vollgas? Das waren da niemals 83. Okay, da haben wir einen Test. Genau. Er hat ein wenig einen Linksdrall. Er ist noch nicht optimal eingestellt. Ja, weil nach vorne habe ich nicht hin, ne? Und die Fernsteuerung. Das stimmt. Alles gut, das geht dann nicht abgeben. Ja, der hat schon einen leichten Job immer. No? Stopp. Red. Sind wir 77, na ja, schon, ja. Also, was schließen wir daraus? 77 hat er gepackt. Ja, okay. So war schon der 50C Akku, ne? Naja. Also wenn du jetzt einen 100C Akku nimmst oder einen 120C, glaube ich, packt er das locker. 80 und mehr. Ja, 80. Und der packt eigentlich 80. Ja, ja, eben, ich wollte gerade sagen, und noch optimale Bedingungen dazu, bisschen mehr Platz, bisschen mehr Anlauf, dann schaffst du die 80 mindestens. So, geil. Aber jetzt gehen wir über in jetzt die Stuntfähigkeit von dem Auto. Jetzt wird es interessant. Und zwar haben wir da was vorbereitet. Seid gespannt, was weitergeht.
Jetzt kommt's. 3 Meter. Genau, ne? 3 Meter 081. Das ist vielleicht eine wichtige Information, weil was? Du sprichst immer so nach da unten. Wir befinden uns nämlich. Also wir haben 4,40 Meter Entfernung, mhm, und 3 Meter Höhe. Okay. Und am besten Fall langt er da. Und dann springen wir von da. Anlauf wird dann ein bisschen verkürzt. Und dann müssen wir umspringen. Da wird ein Anlauf genommen und dann, Leute, haltet euch fest, geht's da hinten weiter. Auf das Dach. 6 Meter. Aber der Start wird da unten erstmal stattfinden. Schaut her, da unten geht's los. Die Drohne macht sich auch bereit. Also, Andreas, was haben wir vor? Wir springen mit dem Auto auf dieses Dach. Springen also, wir dann von da auf das andere Dach. Genau, das haben wir schon so gezeigt. Weiter, ne? Und der Daniel wird die ganze Chose steuern. Und wir springen von da unten hier auf das Dach hoch. Genau. Also na, ich bin ja. Hä? So wie auch die Theorie. Die Theorie. Die Theorie, genau, das schaffen wir schon. Kann aber sein, dass wir da dran der Stelle. Ne? Ah. Ja. Stell du dich da hinten mal als Fänger hin, falls das Auto geflogen kommt, ne? Ich bin der Fänger. Wie war die Regel? Frische Unterhose einpacken, ne? Ein Wechselschlüpfer. Ja, stimmt. Logo! Oh! Mega! Super Landung, Alter! Die war echt gut. Da hinten ist jetzt der Absprung. Da sind es gerade mal 6 Meter bis zu dem Dach. Ne? Sollte eigentlich locker schaffen. Schauen wir mal. Mega! Richtig geil! Der war richtig gut, ja? Hey. Ja, souverän! Das ist geil! Der war's! Perfekte Landung! Jetzt springe ich bis in die Wiesumme. Er springt jetzt bis in die Wiesumme. So, ich mache jetzt noch eine Messung von dem höchsten Punkt von unserer Session. Also reine Höhe haben wir 7,80 Meter ab Geländer. Auf alle Fälle machen wir jetzt noch einmal einen. Wenn ich auf die Startgruppe bin. Geil, geil, Scheiße, Wahnsinn! Geil! Mega! Der war geil! Schau, der hängt die Stecker raus. Hey, so, Wahnsinn. Das war jetzt mein Unboxing-Video, obwohl ich so mag ich das. Da haben die Leute, schon oft gesagt, macht mal ein bisschen mehr Action in euren Unboxings. Ne? Auto absolut stabil, brutal. Definitiv. Ja, genau, man sieht's. Ne? Also, nein, es hat jetzt übelst lang hier gehalten, ne? Brutal. Fast den ganzen noch mit. Das machen die wenigsten Auto mit. Das ist einfach nicht so einfach. Fehlversuche? Das Fehlversuche? Oder wollen wir das komplett auslassen aus dem Video? Fehlversuche gemacht. Die Outtakes, genau. Die ganzen Fails kommen hinten dran. Also ihr habt ja gesehen, klappt alles wunderbar. Überhaupt kein Problem mit so einem Auto über so ein Dach und übers Haus zu springen. Oh, ne? Easy. Und bleibt's dran. Jetzt kommen die Fails. Um die ganzen Autos. Und abonnieren nicht vergessen. Genau. Haut rein, Freunde. Peace.
Mikrofonteile auf Herz und Nieren testen. Ne? So, und das wird ein Land. Oh. Eieiei. Schau dir die Kante an. Naja. Ja, okay. Ich bin staunend. Ich hab jetzt mal den Instinkt vorschneiden. So, ich hab mir den Gott sei Dank wohl den Stau. Ja, ja, schon. Fürs Auto ist gut. Wie heißt der andere Typ? Der die geilen Stunts macht? Da ist der Kamikaze erzählt, ja, dass das bei dir wahrscheinlich genauso ausschaut wie bei uns im Video. Der Meister des Autos nennt, also nur der Fitness. Ach so. Jawohl! Oh oh! Wir hängen am Dach fest! Wie hast du das jetzt geschafft? Keine Ahnung. Hä? Normal zusperren, dass du. Jetzt? Ah, schau her! Mit ein bisschen Liebe geht das schon!